hier von sich zu geben. Aber ich stelle Ihnen eine ganz konkrete Frage. Mhm. Vor wenigen Tagen hat die US-Administration 13 der führenden Bundesbehörden inklusive der NASA ausgehändigt vom US-Präsidenten Trump einen 1.556 Seiten langen Bericht ausgefertigt, der Öffentlichkeit übergeben, in dem kerngemäß gesagt wird, der Klimawandel ist menschengemacht. Zweitens, die wirtschaftlichen Schäden sind heute zu spüren. Drittens, wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir in ein ökonomisches und natürlich auch klimapolitisches Desaster rennen. Oder ist das einfach alles eine Verschwörungstheorie auf der ganzen Welt? Gut, ich weiß zwar, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie diese Kommission sich zusammensetzt. Sie wird sich wahrscheinlich aus denselben Leuten zusammensetzen, die Sie quasi als die 97%, was ja gar nicht stimmt, quasi bezeichnen, die quasi den menschengemachten Klimawandel quasi einen Konsens haben. Ja, ja, schreien Sie ruhig, schreien Sie ruhig. Ich sage Ihnen nur eins. Bis zu Kopernikus, zu Zeiten Kopernikus haben 100% sind davon ausgegangen, dass die Erde im Mittelpunkt steht. Bis 1930 sind 100% aller Wissenschaftler davon ausgegangen, dass es keine Kontinentaldrift gibt. Also es können sich auch die Mehrheit quasi irren. Und außerdem ist Demokratie, ist Wissenschaft keine Demokratie, sondern basiert auf wissenschaftlichen Fakten und nicht auf Mehrheitsverhältnissen. Ja, ja, alles klar. So. Und die